jenseits von Kuba entdecke den verführerischen Rum des spanischen Stils. Oder was macht den spanischen Rumstil so unwiderstehlich? Season 24, Episode 9. Herzlich willkommen hier im Rumschnacker TV. Ich bin der Rumschnacker höchstpersönlich und heute geht es um den spanischen Rumstil. Wie du vielleicht weißt, wird Rum in drei unterschiedliche Stile eingeteilt. Einmal den spanischen, einmal den französischen und einmal den englischen. Und alle drei geben genug Stoff für eine eigene Sendung her. Und heute geht es um den spanischen, bei dem ich natürlich am Ende noch drei exzellente Tipps vom Stapel lasse. Was macht eigentlich für die meisten den spanischen Rumstil so unwiderstehlich? Tja, das ist eine Frage. Allgemein kann man sagen, wenn du einen spanischen Rumstil zu packen hast, dann ist der vor allem leicht aromatisch, wirkt vor allem mit den, ja, ich sag mal, Dessertnoten im Vordergrund. Sowas wie Vanille, Karamell, vielleicht auch ein bisschen Kakao, die sind deutlich im Vordergrund. Und die meisten spanischen Rums, sage ich einfach mal, haben auch eine leichte Süße an Bord. Dieses Gesamtpaket ist vor allem für den, der mit Rum noch nicht so viel zu tun gehabt hat in seinem Leben, besonders willkommen. Hier greifst du an, hier sagst du, ja, das finde ich lecker. Das ist ein schönes, rundes Paket. Und wir haben auch eine ganze Menge Länder, wo überwiegend spanischer Rumstil produziert wird. Wir haben natürlich Spanien selbst. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall Panama. Ich würde Panama schon fast als Zentrum setzen. Dann haben wir in vielen Teilen Südamerikas deutlich spanischen Rumstil. Venezuela, aber auch Kolumbien und so weiter. Da findest du vor allem immer wieder diesen Rum, der nach spanischem Muster geprägt ist. Und wenn man auf die karibischen Inseln schaut, hat man natürlich auch Kuba par excellence, aber wir haben auch die Dominikanische Republik, die beide wirklich quasi sinnbildlich dafür stehen. Aber auch Puerto Rico ist dem spanischen Stil vertraut. Zacapa natürlich nicht zu vergessen, aus Guatemala, ebenfalls spanischer Rumstil, obwohl ich da einfach von abweichen würde und sagen, dabei handelt es sich um einen typischen spanischen Rumstil. Er gehört zwar dazu insgesamt, aber ich finde die Merkmale, die insgesamt, wenn man alles irgendwie gleichzieht, hervorstechen, die findest du nicht im Zacapa-Rum. Wo und wie begann die Geschichte des spanischen Rumstils? Mit den Kolonien natürlich spanisch besetzter, traurigerweise, Länder. Da wurde Rum angefangen wie in allen auch. Ich meine, Kolumbus hat letztlich das Zuckerrohr in die Karibik gebracht, irgendwie, und ist letztlich der Urvater. Und das ist ja spanisch, portugiesisch, irgendwie dann dafür da. Und in der Wiege von Rum in spanisch besetzten Ländern hat es dann irgendwann angefangen. Der Rum war natürlich anfangs überhaupt nicht lecker zu trinken. Klar wurde er schnell mit Früchten und mit Zucker versetzt, damit es angenehmer ist, das Ganze zu trinken. Später wurde auch noch die Fassreifung dazu getan und anfangs hieß der Rum ja auch irgendwie Kill Devil. Letztlich sagt das aus, wie er geschmeckt hat in den Anfangstagen. Das allerdings würde ich noch nicht als die Wiege des Geschmacks spanischen Rumstils bezeichnen. Sondern ich würde sagen, das kam erst später. Später mit Ländern unter spanischem Einfluss, wie sie etwas früher und heute existieren. Mit einer gewissen Lebensphilosophie, mit einer gewissen Einstellung für das Leben. Und zwar die Leichtigkeit. Die Leichtigkeit des Tanzens, des Musizierens, nicht alles so eng sehen, nicht pünktlich sein, so ein bisschen entgegen dem, das, was wir vielleicht in Deutschland kennen, Pünktlichkeit, die Tugenden des Deutschen, fleißig und so weiter. Jetzt will ich den anderen keinen Fleiß abstreiten, aber anders bemessen auf jeden Fall. Kommst du heute nicht, kommst du morgen, ist da vielleicht ein bisschen was, was dazu passt. Und das alles findet sich auch im Rumstil wieder. Er ist häufig leicht süß, er hat schöne Dessertnoten, also Leichtigkeit im Leben. Er hat etwas nebenbei trinken, er fesselt dich nicht, er hat keine Aufmerksamkeit, der zieht dich nicht
in seinen Bann, in einer Tiefe, wie es vielleicht mit anderen Rums möglich ist. Und das alles würde ich bezeichnen als spanischen Rumstil und ganz besonders, ja, empfohlen für den, der sich neu mit Rum beschäftigt. Da ist der spanische Stil ganz einfach klar. Ganz oft wird sogar vom Solera-System geredet, wo verschiedene Rumsorten miteinander vermengt werden, um, ich sag mal, über eine gewisse Distanz, über eine gewisse Zeit gleichbleibende Qualität liefern zu können. Das gehört ebenfalls dazu und diverse Altersangaben, die dich erst ein bisschen locken, da steht eine große 20 drauf, eine 15, eine 25 und so weiter, wo es aber am Ende vielleicht nur Anniversario oder Solera heißt und nicht wirklich etwas mit dem Alter zu tun hat. Komme ich aber später noch zu. Was unterscheidet denn den spanischen Rumstil vom französischen und englischen? Naja, habe ich schon ein bisschen was zu gesagt. Englischer ist eher schwer, französischer ist vor allem fruchtig, meistens auch leicht und spanischer ist eben süß und karamellig, vanillig. Das sind so die Hauptmerkmale. Im spanischen Rumstil wird das alles nicht so eng gesehen. Natürlich gibt es auch nicht süße spanische Rums. Es gibt natürlich auch schwere spanische Rums. Aber das Gros ist genau das. Irgendwie die Mitte aus Leichtigkeit, ein bisschen Süße, Karamell, Vanille, Kakaonoten, also alles, was in die Richtung Dessert geht. Und das zeichnet solche Rums aus, im Gegensatz zu den anderen beiden Stilen. Wie wird spanischer Rumstil hergestellt? Na, fangen wir mal vorne an, die Fermentation. Die ist häufig nicht so lange. Man möchte gar nicht so viel Zeit damit verschwenden in tiefere, wie auf Jamaica zum Beispiel, wo es auch ein bisschen länger dauern kann. Das möchte man hier eigentlich gar nicht beim spanischen Rumstil produzieren. Man möchte hier den Rum schnell auf den Markt werfen oder relativ zügig auf den Markt werfen, dass er konsumiert werden kann mit einer Leichtigkeit. Und da ist das lange Fermentieren überhaupt nicht notwendig. Die Maische wird also relativ stiefmütterlich betrachtet. Dann haben wir natürlich als nächstes die Destillation. Wir haben die Kolonne häufig als Destillation. 24-7 möglich, leichte Rum, Aromen werden gefördert. Insgesamt wirkt der Rum auch viel leichter und verspielter. Und dann erst wird er abgefüllt. Du kannst ihn auch so kaufen, natürlich als blanken Rum. Es gibt genug. Letztlich ist ja auch Bacardi irgendwie spanischer Rumstil. Puerto Rico findest auch möglichst leichte Rums. Dominikaner sind auch relativ leicht in ihrer ganzen Art und Weise. Und dann haben wir auch die Melasse als Ausgangsprodukt. Häufig, mir sind so wenig spanische Rums bekannt, die es anders machen. Wir haben hier da ganz klar die Melasse als Ausgangsprodukt und auch nicht so aromatisch schwer. Auch hier würde ich ganz klar behaupten, dass die Qualität oder dass die von vornherein darin befindlichen Aromen nicht so ausgeprägt sein müssen, wie zum Beispiel im englischen Rum, sondern dass hier mit der Melasse auch nehme ich das, findet sich schon alles zusammen. Dann haben wir die Reifung. Hier werden natürlich im Solera-System verschiedene Rums miteinander verbunden und wir werden in die Ecke gestellt und dann werden ganz viele Rums, hier geht es auf Menge, hier geht es auf Zack, das sind große Lagerhallen, wo viel Rum eingesperrt wird, damit er reifen kann. Ob er dann wirklich 15, 20, 25 Jahre reift, sei mal vollkommen dahingestellt, aber du hast hier einfach viel und aus viel kannst du viel machen, kannst du viel miteinander verblenden und letztlich auf den Markt tun. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen negativ, ist es nicht, denn es ist genau das, was du als Liebhaber spanischen Rumstils eigentlich haben möchtest. Du möchtest, dass es genauso ist, dass es leicht ist und am Ende ist spanischer Rum häufig auch relativ günstig zu bekommen. Nicht so teuer, ein paar Ausnahmen wie Zacapa und so weiter gibt es immer. Aber generell kann man sagen, spanischer Rum ist kostengünstig und wird überall gereicht. Ist so ein No-Brainer. Einfach, nicht schwer zu verstehen, kommt auf den Tisch, passt dazu, bietet sich dem Lebensgefühl an, Leichtigkeit. Und das ist die Kernkompetenz von spanischem Rumstil. Wie verstehe ich die Altersangaben bei spanischem Rumstil? Tja, da kann ich sagen, trau keinem Spanier. Das meine ich natürlich nicht auf Menschen bezogen, sondern auf die Angaben spanischen Rumstils rum sozusagen. Ob da drauf steht 15, 20, 25, Solera 25 years oder was auch immer, glaub es nicht.
Ich habe das Gefühl, die Rumsorten, die so hergestellt, die werden eher so Pi mal Auge. Ja, da schreiben wir mal 10 Jahre drauf, da schreiben wir mal 18 Jahre drauf und dann passt das schon irgendwie. Richtig nachprüfen kannst du es eh nicht. Und ich glaube, das ist den meisten auch egal. Am Ende entscheidet der Geschmack und da kann man sagen, jo, alles klar, ich mag den spanischen Rumstil oder ich bin da jetzt nicht so von überzeugt. Aber genau das, was interessiert 15, 20, 25 Jahre, 10 Jahre, wenn der Rum dir schmeckt, zu deinem Event passt und du einfach Bock drauf hast, dann ist das doch völlig egal, was auf der Flasche steht. Und für den einen oder anderen ist es ja auch ein Plus, wenn da dann 15 oder 20 Jahre draufsteht und der trotzdem irgendwie nur 35 Euro kostet. Das ist ja irgendwie auch gefühlt ein Plus und alles, was dich happy macht, ist ja jetzt nicht so schlecht. Also von daher sage ich, so schlimm ist es nicht. Klar, echte Zahlen wären natürlich toller, aber die meisten Menschen können eh nicht damit umgehen. Was sagt es schon aus? 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre. Wenn du weder weißt, wo ist es gereift, unter welchen klimatischen Bedingungen. Guatemala rum, Zacapa ist in 2300 Meter Höhe gereift, über Null. Das ist wie Schottland. Dann in der Karibik, in der Klimaanlage gereift, in der klimatisierten Halle vielleicht, wer weiß es nicht. Und so weiter. Ist es auf, ist es unter freiem Himmel gereift und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Und all die beeinflussen, also welche Fässer habe ich? Ist es das erste, ist es ein frisches Fass? Ist es schon einmal belegt oder ist es zweimal belegt worden? Ist es aufgearbeitet worden? Ist es schon verschieden? Diese ganzen Möglichkeiten kennst du alle gar nicht. Also die Alterszahl per se sagt eigentlich so gut wie gar nichts aus, außer du klammerst dich an einen Standard, von dem du glaubst, dass das irgendwie der Standard ist, wie zum Beispiel schottischen Whisky. Dass aber ein in Kuba gereifter Rum mit 5 Jahren deutlich mehr geschmackliche Aromen aus dem Fass gezogen hat, als es beispielsweise in Schottland beim Whisky die Möglichkeit ist, das hast du ja, das weißt du gar nicht. Und oder wenn du es weißt, dann diese Zahl kann auch ganz viel verhauen. Deshalb, die meisten schreiben sie auch nicht drauf, wenn es eine kleine Zahl ist, wenn es eine große Zahl ist, ist es ein bisschen impressive, also soll dich beeindrucken. Und das ist eigentlich auch schon alles. Also ich sag Fazit, trau keiner Zahl auf einem Rum, der spanischen Rumstils ist. Nicht wirklich. Oder sagt dir, ist mir egal, Preis, Leistung muss passen, egal was draufsteht. Das auf jeden Fall. Wie schmeckt spanischer Rum und welche Aromen sind typisch? Ich habe es schon mehrfach erwähnt. Durch die Art und Weise, wie mit dem Rum umgegangen wird, ist es typisch, dass vor allem der Rum selbst wenig Eigenaroma mitbringt und sich aus den Aromen von einem Holzfass bedient. Du hast hier also die Reifung und ein Fass sondert nun mal Vanille, Karamell, Kakao und ein bisschen Nussigkeit und so weiter als erstes ab. Man sagt offiziell bis 60%, ich sage so ein bisschen weniger, obwohl bei spanischem Rumstil kann das schon sein. Wenn das Eigenkonstrukt wenig Geschmack mitbringt, und das ist hier meistens der Fall, dann hast du ganz oft, dass eben nur die Aromen aus dem Holz wirklich präsent sind. Und das macht es auch. Du findest hier eher selten eine hohe Fruchtigkeit. Also eher unterschwellig bis mittelmäßig ist so meine allgemeine Erkenntnis. Ausnahmen bestätigen die Regel, ist mir vollkommen klar. Zacapa ist fruchtiger, logisch, aber die machen ihren Rum auch anders. Weil Melasse im Grunde ist nicht ganz so fruchtig in der Art und Weise, wie sie spanischer Rumstil verwendet. Da ist ja wenig Eigengeschmack drin und auch wenig Frucht. Also zieht der Rum den meisten Geschmack eben aus dem Holz. Das ist Vanille, Kakao und so weiter, wie ich das schon sagte. Und das macht diese Rums auch. Und das macht sie auch zu Dessertrum. Das macht sie auch zu Gespielen von leichter Süße. Obwohl es natürlich Rumsorten gibt, die nicht gesüßt sind. Kuba süßt selten selbst. Eigentlich Rum auf Kuba ist nicht gesüßt. Wenn er dann nach Spanien transportiert und abgefüllt wird, ob das so offiziell erlaubt ist, weiß ich gar nicht, ich glaube nicht, dann wird er in Spanien nachgesüßt, als Beispiel. Aber eben teilweise auch moderat. Aber Panama-Rum ist fast ausnahmslos gesüßt. Venezuela-Rum ist auch fast ausnahmslos gesüßt. Und so weiter. Domrep Rum, inzwischen sieht es da anders aus. Zusätzlich findest du in einem solchen Rum manchmal auch Tabaknoten. Das ist immer sehr spannend. Und auch leichte Rauchnoten. Der ein oder andere spanische Rumstil versteht es, leichte, ganz leichte Rauchnoten mit einzufangen, in den Rum zu bringen. Und das finde ich wieder toll.
Ist spanischer Rum dadurch automatisch schlechter als andere? Das klingt manchmal so, aber ist es nicht. Wenn du einen leichten Rum bevorzugst und gar nichts Schweres vorhast, beim Grillabend mit den Freunden, lockere Atmosphäre und so weiter, dann willst du gar kein schweres Arbeitstier dabei haben, sondern vielleicht einen ungesüßten oder für deine Gäste auch einen gesüßten oder für alle einen gesüßten. Das darfst du dir selber aussuchen. Die Möglichkeit ist offen. Oliver zum Beispiel hat früher ganz viel Gesüßte hergestellt. Heute gehen sie mit einer Menge Marken an den Start ohne Süße, was ich richtig cool finde. Auch eine Menge Rums aus Venezuela sind in ihrem Zuckergehalt runtergekommen, weil sie weiterhin Rum auf der Flasche stehen haben wollen, wenn sie nach Europa geliefert werden. Und entsprechend haben sie sich ein bisschen dem Markt angepasst. Auch das ist für mich ein Plus an den Geschmack und bringt zu dieser Leichtigkeit auch nicht mehr diese Schwere an Zucker. Welche Marken repräsentieren den spanischen Rumstil und welche kann ich deutlich empfehlen? Ich sagte es schon ganz klar, Zacaba fällt raus, das ist für mich kein typischer Rumstil. Ich sage immer, kauf den Rum aus Panama und dann hast du diesen typischen Stil. Du hast eine leichte Süßung auf jeden Fall, generell sind sie mittelmäßig gesüßt, nicht übergesüßt und das gefällt den meisten. Sie haben diese leichte Rauchnote mit dabei, sie haben diese Karamell-Vanillenoten mit dabei und das zeichnet einen Rum aus, der spanischen Rumstils ist. Das ist so die Kernbotschaft, wo ich sage, jo, Panama kannst du blind nehmen, kauf den Rum aus Panama. Von der in den Top 15 der Verkaufscharts eines Online-Händlers für Rum ist. Und dann kannst du sicher sein, aha, der ist bestimmt auch gesüßt. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ist. Kannst du also ganz easy raussuchen und für dich selbst bestimmen. Welche Rums empfehle ich denn? Na, zum einen empfehle ich den Ron Centenario 20th Anniversario. Der war früher mal als 20-Jähriger geführt, das glaube ich im Leben nicht. Ist klar, steht auch so Lehrersystem drauf und so weiter. Naja, man sagt, er ist zwischen 6 und 20 Jahre alt. Also der älteste Rum in der Flasche ist 20 und der jüngste eher 6 Jahre alt. Er ist relativ dolle gesüßt, er macht einen relativ schweren und süßen Eindruck durch seinen Zucker, ist gesamt aber schön. Ja, Bourbonfassausbau, Vanille, karamellig, vielleicht noch leicht nussig und zeigt sogar leichte Anklänge von Frucht. Die sind nicht ganz so runtergewürgt worden. Der 20er kostet so bei 50 Euro und ist für Einsteiger eine ideale Empfehlung, um sich etwas zu gönnen, etwas von Schwere zu haben. Das gleiche für einen leichten Rum, da würde ich eher sagen so Abuelo 12 oder den Abuelo, den einfachen Reserva oder wie auch immer er heißt. Diese passen da ein bisschen mehr, sind nicht ganz so süß vom Gefühl her. Sie haben auch eine schöne Rauchigkeit mit darunter, so dieses typische Panama-Gefühl. Abuelo kommt aus Panama. Und die kann man wunderbar dazu nehmen, um genau dieses Gefühl einmal einzufangen. Wer höherwertigen, gesüßten Rum aus Panama möchte, der weiß es vielleicht, was ich bevorzuge. Das ist Safra mit Z geschrieben. Safra ist für mich ganz klar die Marke aus Panama, wo ich sage, ja, hier haben, das ist das Beste, was ich in meinem Leben kennengelernt habe. Das Gesüßte ist nun aus einem spanischen Rumstilland kommt sozusagen, was ein spanischer Rumstil repräsentiert. Du hast ja einfach diese schönen Dessertnoten ohne, du hast eine relativ hohe Komplexität, was ich auch so oft nicht feststelle in spanischen Rum. Und das macht einfach Spaß, diese Rums zu trinken. Ich persönlich tue es natürlich trotzdem nicht, weil ich einfach keinen gesüßten Rum trinke. Aber rein in der Beurteilung kann ich sagen, also das ist schon von Charakter und das zeugt von, aus meiner Person, von Qualität. Safra ist schon echt ein starkes Stück. Ungesüßten Rum, wenn du auf Kuba bist, da wird darum nicht gesüßt. Wenn du Havanna Club kaufst, dann ist häufig leichte Mengen Zucker zugeschmissen, außer im 3er und 7er. Aber selbst wenn du den 15er kaufst, wenn du den Selection Maestros, die sind leicht gesüßt. Jetzt nicht so bis 20 Gramm, wie man darf, sondern schon ein bisschen weniger. Aber da ist eine kleine Menge Zucker drin. Das vermute ich einfach, dass sie außerhalb abgefüllt werden für den europäischen Markt. Nein, die Leute wollen es auch meistens so. Ob das jetzt sein muss, kann ich nicht beurteilen. Vielleicht ist es auch inzwischen anders. Ich habe die Erfahrung einfach in der Vergangenheit gemacht.
und kann sagen, ja, in der Vergangenheit wurden sie auf jeden Fall gesüßt. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht, ob die Regularien angezogen haben, ob die Länder sich da vertan. Aber ich würde mal sagen, nö, das ist heute auch noch so. Reine Schätzung. Oliver und Oliver, habe ich schon erzählt, die haben früher ordentlich gesüßt. Wir haben da Präsident rum, wir haben da Kuo rum, wir haben da Optimus rum, wir haben da Ophium rum und so. Die sind heute nicht mehr gesüßt, zumindest die ich genannt habe. Bei den restlichen weiß ich es nicht. Da ist kein Zucker mehr drin. Gerade Präsidente, wenn du mal einen zuckerlosen, zwar von Oliver und Oliver, aber ich finde richtig gut, gerade mit der Sherry-Reife, du kannst dir die Sherry-Noten richtig schön rausschmecken. Präsidente 15 für Einsteiger und Präsidente 23 für die, die ein bisschen mehr Geld investieren wollen. Lohnt sich auf jede Fälle, einen trockenen spanischen Rumstil zu probieren, wo man wirklich das Gefühl hat, wow, hier wird man eben nicht vom Zucker überfrachtet, weil keiner drin ist, und einfach toll Sherry-Noten und Rum schmecken kann. Mich begeistern diese Rums inzwischen. Klar, sie sind leicht und nicht schwer und so weiter, passen auch zum leichten Moment und nicht zum schweren. Aber das gefällt mir viel besser als in der Vergangenheit. Und natürlich den Meister Panama-Rums, das ist El Rondel Artesano-Rum, natürlich ist es das. Wenn du richtig fetten Panama-Rum erleben möchtest, dann nimmst du dir bitte hiervon eine Flasche, auch wenn sie ein bisschen mehr kosten. Du bekommst hier absolut authentischen Rum, du bekommst hier nichts mit gesüßt und so weiter. Richtig geile Scheiße, richtig tolle Reifung, richtig viel Geschmack und komplexe Noten. Ja, zum Teil ist es natürlich auch, weil teilweise die Rums hier noch gereift haben, das ist dann eher kontinentale Reifung. Alles ein bisschen anders als in Panama selbst. Und das macht es insgesamt aus. Ganz große Empfehlung. Wie sind deine Erfahrungen mit spanischem Rumstil? Hast du was zu ergänzen oder willst du sagen, nee, das habe ich anders erlebt? Dann hau's einfach in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da und ein Abo, wenn du es nicht sowieso schon abonniert hast. Und in diesem Sinne ist das Kapitel für heute geschlossen. Und wir sehen uns schon nächste Woche wieder. Einen schönen Sonntag wünsche ich noch und einen schönen Start in die Woche.